Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde durch meinen Zoo in Zoo 2 Animal Park. So, ihr Süßen, heute gibt's mal nur so eine kleine Zwischendurchrunde, denn ich bin quasi mitten beim Kuchenbacken. Mein Knirpsi hat nämlich ja für euch heute Geburtstag und nun ja, aufgrund dieser netten Situation um uns drumherum möchte ich ihm denn doch wenigstens seinen Geburtstag ein bisschen angenehmer gestalten und backe hier gerade einen Kuchen nach dem anderen. Aber ihr sollt natürlich auch nicht zu kurz kommen und außerdem wollen wir doch mal gucken, was hier so los ist im Zoo, oder? Meine Güte. Ja, mit den Pferdchen, das hatte ich euch ja schon gezeigt, ne? Und die Schäfchen, nee, die Schäfchen hatte ich euch gezeigt, aber die Pferdchen nicht. So rum war es, glaube ich. Bin schon ganz durcheinander hier. Wie viel Mehl brauche ich nochmal? Ah! Oh, wei. Ja, also hier 4 Schäfchen. Hatten wir drüber gesprochen. Und meine Pferdchen sind jetzt auch wieder alle Mann-Babys, hat auch alles geklappt, also wunderprächtig, es kann weitergehen, ja. Das heißt, wir haben hier überall, also Level 12 Pferdchen drin, Level 14 Schäfchen, ne, ich glaube es war, oh Gott, das war eine Kastanie, ja, Level 14 Schäfchen haben wir hier am Start. Ja, es wird, Leute, es wird so langsam, aber sicher. So, hier, Flamingos, dann geht's da weiter, wir müssen ja Lücken füllen. Eigentlich haben wir zum Züchten gar kein Geld. Aha, Hilfe. Ich bin immer offen für Münzspenden, ja. Auch wenn das so einfach gehen würde, wa? Nee, möchte ich eigentlich auch gar nicht haben, ne? Wir arbeiten uns das hier alle tapfer selber. Ist halt so, ne? Muss man ein bisschen mehr Geduld haben. Dann geht da schon alles Schlope von allein. Sehr gut, sehr, ja, gut. So, dann können wir uns nämlich auch gleich mal hier hochdüdeln. Denn ich hatte zwischenzeitlich genug Münzen, ja, also ihr seht immer so diesen Stand nach dem Geld ausgeben irgendwie. Ich mache das immer so zwischendurch. Ich habe bei den Schneeleoparden komplett fertig erweitert. Also die sind jetzt fertig und sage ich jetzt, ja, 2 von 4. Und jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Wir hatten ja letztes Mal schon gesehen, bei den Schneeziegen hat jetzt 1 für einen Platz gefehlt. Das würde ich jetzt ganz gern nochmal machen. Und dann sind es noch 3. Okay, das bleibt also ein relativ kleines Gehege. Dann glaube ich, mache ich die 3 noch fertig. Und dann weiß ich noch nicht so ganz genau, das könnt ihr gern mal mitentscheiden, ob euch das mittlerweile total auf den Zünder geht. Ich habe nämlich so ein bisschen die Angst, dass ihr sagt, boah Isa, werd doch mal fertig da. Ja, ich wäre gern fertig, ja. Also ob wir die Füchse denn noch fertig ausbauen oder eben nicht. Was braucht man hier? Hier braucht man noch 3 für einen Platz. Das heißt, das Gehege wird dann auch noch mal ein bisschen größer, höchstwahrscheinlich. Ja, oder ob wir sagen, Mensch, die Füchse, da züchten wir demnächst jetzt erstmal sowieso nicht dran. Wir haben jetzt mal genug Eisgehege gesehen. Wir widmen uns jetzt anderen Gehegen. Ne? Wir haben ja noch unser Wassergehege hier. Das wird ja auch noch mal eine Mammutleistung, glaube ich. Und hier die Kraken. Das wäre so das Nächste, was ich angehen würde, gemeinsam mit euch. Aber auch das wird eine Weile dauern. Aber ist ja gerade vielleicht auch interessant, ne, zu sehen, für die, die noch nicht so weit sind, hat man ja auch immer mal wieder in den Kommentaren, die gerade noch ganz frisch sind, ja, dass sie dann sehen, oha, ich spare mal lieber schon für die Zukunft und bereite mich darauf vor, irgendwann so richtig viel Münzen ausgeben zu müssen. Ja, könnte man vielleicht mal, ja. Also genau deswegen mache ich das eigentlich auch, ne? Damit man für die, die neu sind, im Endeffekt, dass die auch sehen, was erwartet mich denn eigentlich in diesem Spiel. So, dann möchte ich ganz gern auf einen Kommentar eingehen.
ich habe das jetzt mit Absicht noch nicht so weit gesagt, hatte ich aber auch schon gesehen, und zwar das von UPS ja demnächst, ich weiß nicht so ganz genau wann, aber ist ja angekündigt, ja, ein neues Spiel. Und wenn ich mir so den Trailer angucke, den es da so gibt, können wir, wenn ihr das möchtet, auch ganz gern gemeinsam mal machen. Dann würde ich mal sagen, es ist genau das gleiche wie Zoo 2, nur halt mit Dinosauriern. Ja, da allein schon die Anfangssequenz erinnert mich doch an die Videosequenz, wo hier der Opa, naja, ich glaube, es war ein Panda-Baby, ne, was wir in der Kiste bekommen haben hier ganz am Anfang. Und da ist es eine ähnliche Situation in dem Trailer. Und da ist dann so die Sache, wenn ihr sagt, ja, wir gucken uns den Trailer mal gemeinsam an, dann können wir das gern mal tun. Wir werden uns das Spiel aber auch zumindest immer angezockt mal anschauen. Denn wenn es haargenau dasselbe ist, würde mich dann natürlich erstmal interessieren, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt, dass wir da vielleicht ein bisschen intensiver mal reinspielunzen. Ja? Also angucken tun wir es uns auf jeden Fall, aber ich habe auch noch keine Info, wann das kommen soll. Wir lassen uns einfach überraschen. Ja? Einfach mal überraschen lassen. Ich habe ja schon so manche Spiele auf der Wunschliste, wo auch schon seit einem Jahr steht, kommt bald. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir werden es ja sehen. Ihr Süßen, wie gesagt, ich möchte dieses Video ganz, ganz kurz und knapp jetzt halten. Ich glaube, ich habe euch mit allen Infos erstmal versorgt, die ich heute für euch habe. Ich werde mich jetzt weiter in die Küche begeben. Ich glaube, da wartet noch die Donauwelle auf mich, die gemacht werden will. Die Donau ist schon da, aber die Welle fehlt noch. Ihr Lieben, ich bedanke mich für euch ganz, ganz herzlich fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder einem anderen Video eurer Wahl wiedersehen. Also, ihr Süßen, bis dahin, macht es gut. Tschüss.